Hallo Slotblock-Freunde, im letzten Video hat uns Heinz Wagner die Triplex Airbrush erklärt, das Zubehör und auch die Einzelteile der Airbrush, und es sind Begriffe gefallen wie Single Action, Double Action oder gekoppelte Doppelfunktion. Jetzt geht es in diesem Video um die Frage, welche Abzugssysteme gibt es eigentlich generell im Airbrush-Bereich und wie funktionieren die? Also Heinz, welche Airbrush-Abzugssysteme kannst du uns erklären? Also es gibt verschiedene Systeme im Airbrush-Bereich. Das heißt, du hast schon zwei erwähnt im Single Action. Das wäre hier so das typische Single Action System, die Spraydose. Double Action, das sind die anderen Geschichten, wo man drücken und ziehen muss. Und dann gibt es noch die anderen Versionen, die ich hier habe. Die sind jetzt auch so schön sortiert. Das ist das, was die Autolackierer haben. Das System nenne ich dann gleich, weil ich würde es ein bisschen spannend machen. Viele kennen die Unterschiede nicht und kennen nur dieses Double-Action-System, dass es Single-Action auch gibt. Das nehmen wir einfach so hin. Ja. Jeder hat schon mal eine Spraydose in der Hand gehabt und hat schon mal damit gearbeitet. Das ist eben dieses Single-Action-System. Das erkläre ich dir kurz und dann später, weil du willst ja einsteigen in die Airbrush-Technik, später erzähle ich dir dann, was für dich das Ideale ist und weshalb und warum. Jetzt zu den einzelnen Systemen. Wir haben hier ein bisschen was aufgebaut für dich. Das hast du bestimmt schon mal in der Hand gehabt. Spraydose kenne ich, ja. Von denen will ich weg. Sehr vernünftig. Spraydosen nimmt man heutzutage eigentlich nur noch, um sich Deo unter die Achseln zu spritzen. Oder was für unsere Haare zu tun, die wir beide nicht haben. Das ist Single-Action-System, das heißt, ich drücke hier drauf, natürlich nach dem Aufschütteln, ja, ich drücke hier drauf und dann kommt Luft und Farbe unreguliert raus. Es gibt jetzt auch so Spraydosen, wo man es ein bisschen regulieren kann, aber ich sage immer, die normale 0815 Spraydose ist einfach draufdrücken und dann kommt Luft und Farbe raus. Da kann ich dann nur dosieren, indem ich entweder schneller bewege oder langsam. Wenn ich langsam bewege, dann wird bei der langsamen Bewegung viel Material auf das Modell aufgesprüht. Das kann ich dann wieder verändern, indem ich weiter weggehe oder näher ran, also näher ran oder weiter weg, um den Farbfluss oder den Farbauftrag zu vermindern oder zu erhöhen. Das heißt, wenn ich weiter weggehe, wird er breiter. Ja, wird er breiter, wenn ich weiter weggehe, wenn ich näher hingehe, wird er schmäler, wenn ich schneller bewege, wird er dünner, wenn ich langsam bewege, wird er dicker. Soweit zur Single Action. Mhm, verstanden. Das ist für dich als Airbrush-Profi ja jetzt kein Thema mehr. Ich habe jetzt diese Dose einfach als Beispiel verwendet. Ja, nicht, dass ihr dann sagt, oh, das ist ja Klarlack, das ist sowieso was anderes. Nein, es ist egal, es geht einfach um die Spraydose. Ich hätte auch hier Haarspray herlegen können, wäre genau dasselbe gewesen. So, das ist also Single Action, eine Bewegung, eine Aktion. Double Action, die Seite hier, ich habe hier ein bisschen was rausgetan von verschiedenen Herstellern. Double Action ist immer, der Hebel muss in der ersten Aktion gedrückt werden, um die Luft einzuschalten. Und in der zweiten Aktion muss der Hebel gezogen werden, um die Farbe zu dosieren. Also es heißt Double Action einmal, zweimal, also Single, Double. Double Action, zwei Bewegungen. Es muss, wenn man richtig mit der Double Action lackiert, ist die Bewegung folgendermaßen. Drücken für die Luft, ziehen, um die Farbe zu dosieren, schieben und wieder loslassen. Das ist die richtige Bewegung. Nicht so, wie es viele Double-Action-Besitzer machen. Drücken, ziehen, loslassen. Das ist falsch. Wie äußert sich der Fehler dann beim Sprühen? Dann bei der Double-Action ist es so, wenn ich die Luft einschalte, drücke ich und dann ziehe ich nach hinten, um die Farbe zu dosieren. Ja. Wenn ich jetzt den Hebel hinten loslasse, schließt zuerst der Luftkanal. Das heißt, es kommt keine Luft mehr raus. Wenn ich dann loslasse, schiebt die Nadel die Farbe nach vorn. Mhm. Dann ist die Nadel voll Farbe. Beim nächsten Draufdrücken macht es... Ja. Na, und dann hast du deine weiße Farbe auf dem schwarzen Modell und es sieht dann gut aus. Das heißt, viele machen es einfach nur so, drücken, ziehen und lassen hinten los. Mhm. Das heißt, dann schließt der Luftkanal und die Nadel nimmt die Farbe mit nach vorn und beim nächsten Mal drücken spotzt sie. Das heißt, keiner oder wenige lackieren mit der oder kolorieren mit der Double Action richtig, indem sie drücken, ziehen,
schieben und wieder loslassen. Mhm. Wenn du das später dann probierst, wirst du sehen, dass wir Männer damit ein Problem haben, wenn du drücken und ziehen und schieben und wieder loslassen musst und dann noch den Abstand kontrollieren willst zum Modell, wird es schwierig, weil du dich dann entweder aufs Drücken konzentrierst oder aufs Ziehen oder auf den Abstand. Mhm. Bis du diese Bewegung drin hast, drücken, ziehen, schieben, loslassen, hast du 25 Modelle versaut, einen so einen dicken Finger wie der Arnold Schwarzenegger und wenn du es dann drin hast, dann bist du gut. Mhm. Das wird aber dauern, wenn du diese Bewegung richtig durchführst. Wie gesagt, viele machen es einfach, drücken, ziehen, loslassen, fertig. Haben dann irgendwann Probleme, sind dann immer die Anrufe bei uns. Ja, die Nadel ist verstopft, die Düse ist verstopft, die Pistole funktioniert nicht mehr richtig, kannst du uns helfen? Mhm. Wir helfen da selbstverständlich und verkaufen euch dann eine Triplex, weil die funktioniert. Warum, da kommen wir gleich dazu. So, wie gesagt, das ist Double Action, weil es zwei Funktionen hat oder zwei Bewegungen hat, zwei Aktionen hat, drücken und ziehen. Die Double Action Hersteller vermarkten auch diese Hebelbewegung hier als Luftregulierung. Das mag physikalisch möglich sein. Das heißt, du kannst mit dem Hebel durch das Drücken nach unten die Luft regulieren. Mhm. Das heißt, wenn du die nur halb drückst, kommt weniger Luft raus. Wenn du die voll drückst, kommt viel Luft raus. Jetzt ist es aber so, dass wenn du die halb drückst und dann nach hinten bewegst, dass dann dieser halbe Millimeter, den du drückst, nicht gehalten wird. Das heißt also, wenn du hier drückst und dann den Hebel nach hinten ziehen willst, dann seht ihr schon, dann bewegt ihr den Hebel und der Druck ändert sich auf jeden Fall. Dieses Argument, dass man mit dem Hebel beim Runterdrücken die Luft steuern kann, das könnt ihr getrost in der Pfeife rauchen. Wie gesagt, physikalisch möglich. Du beschreibst es ja eigentlich, dass es ziemlich schwierig ist von der Bewegung her, vom Lernen her. Warum ist das eigentlich der Standard? Also ich habe im Vorfeld auch ein bisschen gelesen, ich lese eigentlich überall nur Double Action. Die Double Action werden hauptsächlich von den Herstellern hergestellt, weil die zwei Bewegungen voneinander getrennt leichter zu fertigen sind, wie wenn man da jetzt ein anderes System nehmen würde. Mhm. Deshalb taucht es auch immer wieder in den Foren und in den ganzen Berichten auf. Immer wieder die Double Action, weil sie einfach zu fertigen ist und deshalb auch vom Preis her manchmal recht günstig ist. Siehe die Teile, die aus aus China, Japan und sonstiges kommen. Die sind sehr günstig, weil es zwei Bewegungen sind, die man einfach getrennt voneinander fertigen kann und wo es nicht auf die Genauigkeit ankommt. Mhm. Das heißt aber nicht, dass die Double-Action-Pistolen nicht genau sind. Es gibt auch sehr gute Pistolen, die also preislich gehoben sind, die dann auch gut funktionieren. Aber die Bewegung an sich ist halt aus dem Grund immer schwierig, weil sie zwei Bewegungen beinhaltet und die richtig nacheinander ausgeführt werden müssen. Okay, man hört jetzt schon raus, dass du aus deiner Erfahrung, du bist ja jetzt nicht nur Verkäufer, sondern du bist ja alles in einer Person. Du bist Hersteller, Verkäufer und natürlich auch passionierter Modellbauer seit vielen, vielen Jahren und hast schon Modellbau betrieben. Da war ich noch gar nicht auf der Welt und aus der Sicht kannst du jetzt oder hast du ein anderes System entwickelt oder was gibt's da noch? Es gibt auf jeden Fall ein System, was die Profis benutzen und die Profis, sage ich immer, sind die Autolackierer. Die Autolackierer haben ein System, wo sie einen Hebel unten ziehen. Oben läuft die Farbe rein, also ein Fließsystem. Unten haben sie einen Hebel, in dem sie Luft und Farbe steuern. Dieses System, was die Autolackierer benutzen und das schon seit vielen Jahren, Zehnten, sage ich jetzt mal, Jahrhunderten will ich nicht sagen, weil das Auto gibt es erst seit 100 Jahren, glaube ich, oder seit 120. Die Autolackierer benutzen die sogenannte gekoppelte Doppelfunktion. Ich habe hier jetzt mal so eine ähnliche Pistole hier. Ich nehme mal die Single Action weg. Die Autolackierer haben so ein System, haben quasi einen Abzug unten an der Pistole. Da haben sie eine Vorluft, die geht bis zum Druckpunkt und ab dem Druckpunkt wird weitergezogen zur Farbe. Das heißt, hier gibt es kein Drücken und Ziehen, sondern hier gibt es nur ein Ziehen. Das heißt, das ist eine gekoppelte, weil zwei Funktionen gekoppelt miteinander sind.
Doppelfunktion, weil es zwei Funktionen hat. Einmal nur Luft und einmal Farbe dazu zu dosieren. Dieses System haben die Autolackierer. Mhm. Diese gekoppelte Doppelfunktion. Und die hat der damalige Erfinder der Triplex, dieses System hat er übernommen. Mhm. Also diese gekoppelte Doppelfunktion. Das heißt, hier wird nur gezogen bis zum Druckpunkt. Bis zum Druckpunkt kommt nur Luft und ab dem Druckpunkt, wo es ein bisschen bremst, wo es ein bisschen stockt, die Sportschützen wissen, was ich meine, die Slotcar-Fahrer haben ja auch einen Abzug. Ja, ja, komisch eigentlich, ne, ja, dass ihr jetzt auch mit Abzug fahrt. Ja. Früher gab es doch die Drücker. Ne? Ja, den gibt's noch, aber im professionellen Bereich, wenn man es so nennen kann oder will, dann ist der Pistolenregler eigentlich der Regler der Wahl, der da im Einsatz ist. Ja, ist komisch, ne? Sogar die Slotcar-Fahrer drücken nicht mehr. Na, die ziehen nur noch. Viele in den Foren sagen, nee, ihr müsst mehr drücken. Ja. Also müsst ihr ja jetzt wieder umstellen auf die Drücker, na, weil die Double-Action-Pistole wird ja gedrückt. Ne? Komisch. Ja, erwischt, ja. Also das jetzt nur mal für euch so nebenbei. Überlegt euch mal, alle Autolackierer verwenden diese gekoppelte Doppelfunktion, wo man nur ziehen muss. Wieder zurück zum Thema, hat damals der Erfinder der Triplex oder der Vorgänger von der Pistole, der Prinz, hat diese gekoppelte Doppelfunktion entwickelt, würde ich mal sagen. Und die haben wir bei der Triplex weitergenommen oder weiterentwickelt. Und bei der Triplex muss man jetzt nur ziehen, wie gesagt, bei den Sportschützen, die ziehen, dann kommt so ein Druckpunkt ein bisschen und dann kommt erst der Schuss, beziehungsweise hier kommt nach dem Druckpunkt, wird die Farbe zugegeben. Mhm. Die Farbzugabe ist von der gekoppelten Doppelfunktion bei der Triplex genauso wie bei der Double Action. Je weiter ich nach hinten ziehe, desto mehr Farbe kommt, je weniger ich nach hinten ziehe, desto weniger Farbe kommt. Mhm. Ergonomischer ist dieses Prinzip auf jeden Fall. Wenn ich ein 8-jähriges Mädchen oder einen 8-jährigen Jungen hernehme, gebe ihm eine Triplex in die Hand und sage ihm, was er tun soll, dann spritzt er innerhalb von, ich behaupte jetzt mal 10 bis 20 Sekunden, eine Linie, die dünner ist als 1 Millimeter. Das heißt, auch du kannst, bist jetzt knapp über 10 Jahre, du spielst ja noch mit Rennautos, selbst du kannst innerhalb von, ich sage jetzt mal, einer Minute, das Sprühen mit der Triplex erlernen, weil du ja nur ziehen musst. Mhm. Und du hast natürlich einen riesen Vorteil, du bist Slotcar-Fahrer im professionellen Bereich, du hast ja schon den Zugregler an deinen Autos, also ist das Umstellen von dem hier, beziehungsweise das Umstellen von deinem Slotcar-Regler auf die Triplex ein Kinderspiel, wie man so schön sagt. Das sind die verschiedenen Systeme, die es gibt. Es gibt vielleicht noch ein paar Exoten dazu, aber bei der Triplex ist es aus dem Grund so einfach, weil sie den Profis nachempfunden ist. Das heißt, alle Autolackierer verwenden dieses System und es ist wirklich kinderleicht. Wenn ihr mir und dem Roland nicht glaubt, wir zeigen dann später noch, wie der Roland sprüht in einem anderen Video. Ja. Wenn ihr uns nicht glaubt, dann gehe ich jetzt als Hersteller einfach so weit, kommt zu mir auf die Messe und ich zeige euch, wie die Triplex funktioniert und wie ihr mit der Triplex einwandfrei airbrushen könnt in kürzester Zeit.